Wir waren am Anfang nicht ganz so gut drin, sind dann unglücklich in Rückstand geraten, haben aber eine gute Reaktion gezeigt, direktes 1-1 und dann erzielt und dann waren wir auch drin im Spiel. Und dann haben wir auch verdientes 2-1 gemacht, waren die bessere Mannschaft, hätten vielleicht versuchen müssen nachzulegen vor der Halbzeit noch. Und dann klar, bitte nach der Halbzeit direkt das 2-2, unglücklich. Ja, und dann war es eher ein ausgeglichenes Spiel, für beide Seiten war alles möglich. Phasenweise können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Ich glaube, vor allem erste Halbzeit, wir geraten in Rückstand, beißen uns gut zurück, super Teamleistung, uns da zurückzukämpfen, gehen mit einer Führung in die Halbzeit. Anfang kommen wir auch gut raus aus der zweiten Halbzeit, kriegen dann leider mit der ersten Chance das 2-2. Ich glaube, das hat uns so ein bisschen zurückgeworfen, sind dann nicht mehr ganz gut ins Spiel reingekommen, aber ich glaube, dieses Spiel können wir trotzdem ziehen. Wir werden das Spiel gut analysieren, werden das Positive und das Negative rausarbeiten und dann geht es Freitag schon wieder weiter. 4 Punkte aus 2 Spielen ist immer gut. Aber ich denke, heute wäre schon noch aufgrund der ersten Halbzeit ein bisschen mehr drin gewesen. Aber mit 4 Punkten kann man natürlich zufrieden sein. Am Ende hat es nur für einen Punkt gereicht, aber im Endeffekt noch ungeschlagen und das werden wir natürlich probieren, in Dortmund auch weiter so fortzusetzen. Ja, war sehr schön. Meine Familie waren da, ganze Familie war da. Die ganzen Fans waren super. Hat sich top angefühlt, mit dem Trikot aufzulaufen in dem Stadion. Also gerne mehr davon. Wir werden natürlich unter der Woche wieder super eingestellt werden von unserem Trainerteam, von unserem Staff und dann werden wir einen guten Matchplan haben, um da in Dortmund Punkte zu entführen. Ja, Dortmund hat jetzt am Wochenende verloren. Die wollen natürlich jetzt wieder gewinnen. Haben natürlich auch einen Haaland vorne, der jetzt nicht ganz so schlecht ist. Und ja, wir versuchen halt einfach alles zu geben, dass wir dann am besten mit 3 Punkten rausgehen.